Guten Morgen, liebe Freunde. Herzlich willkommen wieder mal bei uns in der Schweiz. Ja, ihr habt seit 2-3 Wochen ein bisschen weniger Filme von uns bekommen. Das ist richtig. Dafür entschuldigen wir uns auch. Aber zu unserer Verteidigung muss ich sagen, wir hatten sehr, sehr viel Arbeit oder haben immer noch sehr viel Arbeit, was sehr schön ist. Aber deswegen konnte man nicht so wahnsinnig viel filmen, beziehungsweise filmen konnten wir, aber nicht schneiden, weil das macht alles meine Wenigkeit, also mal das Schneiden. Und deshalb ist ein bisschen weniger gekommen. Aber wird sich in Zukunft ändern. Ja, heute machen wir mal ein Frage-Antwort-Video wieder, weil es ist schon länger her, dass wir das gemacht haben. Und es ist doch einiges an Fragen aufgetaucht, an Kommentaren, die wir vielleicht noch kurz ansprechen möchten. Bea hat da was zusammengestellt. Ich habe es schon durchgelesen. Ich habe das Gefühl, es sind noch gute Fragen dabei. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, ganz kurz am Anfang hier möchte ich euch mal kurz zeigen, was wir alles gemacht haben, die Tage. Was wir alles noch machen werden. Also hier unter der Plane vielleicht. Ich weiß nicht, wie ist das Bild? Geht es mit dem Objektiv? Bisschen ranlaufen. Unter der Plane ist ein Golf 7R, den wir für einen Kunden aufpolieren durften. Dieser Kunde, sehr sympathischer Mann, sehr gut aussehend, sehr lieber Typ, hat uns schon mehrere Fahrzeuge gebracht und auch dieses Fahrzeug, das ihm sehr am Herzen liegt, durften wir aufarbeiten. Wir lassen die Plane jetzt zu, damit erstens für die Kundenüberraschung ist und damit das Fahrzeug sauber bleibt. Ja, dann haben wir hier einen schönen Maserati, auch von einem lieben Kunden, persönlicher Gastronomiefreund von mir. der wurde schon mal von uns aufbereitet, aber Fahrzeug stand unter einem Baum und hat ein bisschen Harzflecken oder Harz abbekommen und wird von uns in den nächsten Stunden, nehme ich an, oder? In die Hand genommen. Gut, dann hier Wohnmobil. Wohnmobil ist ein großes Thema, wie ihr seht hier im Betrieb. Wohnmobil hier durften wir aufbereiten, lackmäßig. Wir haben jetzt das letzte Teil, ist noch das Dach, das Bea macht. Jetzt sind wir hier noch am Frontteil dran. Das ist der letzte Teil. Was immer so ein bisschen schwierig ist. Aber ich sage euch, Dach polieren an so einem Wohnmobil ist nicht ohne. Also unsere Kleine hatte ein bisschen Muskelkater in den letzten Tagen. Und dann zuletzt noch, also das ist, dann haben wir hier noch ein Fahrzeug, aber das dürfen wir jetzt filmen wir nicht, weil Nummer dran ist. Dann hier unser Wohnmobil, das ist unser Wohnmobil, kann ich gerade sagen, unser Wohnmobil vom Betrieb. Das ist neu dazugekommen. Wir werden da natürlich einige Filme drehen, betreffend Leistung, betreffend Bremsen. Das Wohnmobil wird man auch mieten können in der Sommersaison oder natürlich auch kaufen, je nachdem. Und da werden wir einiges dran machen oder auch putzen, reinigen, filmen, machen, tun. Aber dauert halt noch einen Moment, weil wir müssen zuerst die andere Arbeit fertig machen. Und wenn man ein bisschen Arbeitsüberschuss hat, ist ja schön, aber das heißt immer, dass halt eins nach dem anderen erst gemacht werden kann. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum Frage-Antwort-Teil. Dazu platzieren wir uns ein bisschen bequemer. Kommt mit, bis gleich. So, also. Herzlich willkommen hier zum Wer, wie, wo, was. Nein? Gut. Ja, Bea, lass los, frag mal. Frage 1. Ja. Bist du bereit? Ja. Wie geht es euch mit Corona? Ja, mit Corona, also wir sind ja nicht betroffen gewesen zum Glück, krankheitshalber, uns geht's gut. Wir sind soweit alle körperlich gesund, geistig stellt sich die Frage. Nee, uns geht's eigentlich soweit gut. Wir hatten doch während der ganzen Geschichte, oder ist ja eigentlich noch ein bisschen am Laufen, sagen wir so, viel Arbeit. Wir durften uns über sehr viele Aufträge freuen, sehr viel Leistungssteigerungen auch, sehr viel Reinigung. Handel ist halt nicht so toll, aber gut, okay, wir machen das Beste daraus und geben kräftig weiter Gas, ne? Oder? Ja. 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 Bist du? Ja. Danke. Gerne. Warum hast du etwas gegen Show und Schein? Ja, wegen Show und Schein. Ich habe nichts gegen Show und Schein. Aber wie man ja sieht, bei mir ist ja auch nicht viel Show und Schein, sondern ich bin dick, habe wenig Haare auf dem Kopf, schwitze manchmal, hoffe man sieht es nicht. Ist ein bisschen warm heute. Nee, eigentlich warm ist es nicht, aber so schwül. Schwüles Wetter. Wie? Schwul? Nee, nicht schwul, schwül. Schwüles Wetter. Ja, nee, ich habe eigentlich nichts gegen Show und Schein, aber für mich macht es mehr Freude, Performance.
zu produzieren oder zu machen. Ich sage immer, analoge Fahrzeuge in digitale Fahrzeuge umwandeln. Das heißt, das Ziel von mir ist eigentlich immer zu erreichen, dass ein Fahrzeug genau dann etwas macht, wenn ich es will. Das heißt, wenn ich bremse, will, dass es jetzt bremst. Wenn ich lenke, will ich, dass es jetzt lenkt. Und ein Originalfahrzeug ist halt doch manchmal sehr analog. Das heißt, da hat es immer ein bisschen eine Zeitverzögerung, fehlende Aggressivität etc. Und ich denke, das Ganze liegt auch ein bisschen an unserer Herkunft, weil wir leben hier in den Bergen. Also hier jetzt, wo wir jetzt neu leben, also seit 20 Jahren leben, hat es auch Berge, aber da, wo wir aufgewachsen sind. Und da war es natürlich schon immer wichtig in unserer Jugend, als der Kadaver noch dünn war, schnell um eine Kurve zu kommen, gut um eine Kurve zu kommen. Da geht es bergauf, bergrunter, kurvenreich etc. Und da ist eigentlich schon anscheinend weniger ein Thema, sondern da geht es wirklich darum, dass das Ding läuft, bremst und fährt. Und wie gesagt, wir Bündner sind nicht so schon anscheinend, sondern wir sind mehr die hier, die harten Jungs. Naja. In anderen Kantonen und Großstädten sieht das ein bisschen vielleicht anders aus, da ist schon anscheinend wichtiger. Bei uns nicht so, da zählt mehr die inneren Werte, nicht? Kann man das so sagen? Oder war das böse? Die inneren Werte? Ja. Das sind halt nur Ansichten, sind so Geschmackssache. Genau. Ja, ich hoffe, die Frage ist so beantwortet. Nicht? Also wie gesagt, kultureller Hintergrund, aufgewachsen hier. Und mehr Freude am schnell um die Kurve fahren, als richtig schön bremsen, als schön um die Kurve. Also, nee, schön ist auch ja okay. Schön um die Kurve fahren ist ja gut, aber das Ding muss sich am Parkplatz gut aussehen und auf der Straße. Richtig fahren. Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Ja. Du kannst auch sagen, wer die Frage geschrieben hat. Okay, gut. Also, SpongeBob Schwanzkopf hat folgende Frage. Ja, oder Aussage. Frage oder Aussage? Also der erste Teil ist die Frage und der Rest ist Aussage. Ah, okay. Also hoffentlich merkst du die Frage. Ja, danke. Aber ich lese alles vor. Ja. Ich lese alles vor. Versuch mal auf Hochdeutsch. Ich kann das nicht. Mal probieren. Wo hast du denn diese Ostberliner Hartz-IV-Troller aufgegabelt? Ist eindeutig kein Kameramann, sondern versoffene Olle von Ende 40. In Klammern. Und sollte in der Geburtsurkunde wirklich Geschlecht männlich stehen? Möchte ich die schräge Gestalt gern mal sehen? Gut, können wir gerade machen. Also, guckt mal, liebe Leute, das ist die schräge Gestalt hier. Ende 40. Ende 40, als Mann. Männlich. Genau. Versoffen. Ja, gut. Weiter. Geht's noch weiter? Ja, ja. männlich stehen möchte ich schräge Gestalt gern mal sehen. Und dann dieses aufgesetzte Berliner Ekel, Ditte, kann ich, gesülze, alter Schwede, boah. Das ist natürlich schön. Das geht selbst mir als Dortmunder auf die Eier. Kriegt man ja Ohrenkrebs. Ah ja, ja, würde ich sagen, gute Besserung, ne? Gute Besserung, gute Heilung. Also, Frage ist, wo hast du denn diese diese Ostberliner Hartz-IV-Troller aufgegeben. Ja, gut, also vielleicht dazu mal. Also, unsere Bär ist erstens keine Ostberlinerin, sondern kommt aus Potsdam. Muss ich sagen, war auch schon da eine sehr, sehr schöne Stadt. Hätte ich nicht erwartet, habe auch da ein bisschen vielleicht eine falsche Vorstellung gehabt vom Ex-DDR-Land. Oder? Wer war ja DDR? Nein. Aber sehr schöne Stadt, Kaiserstadt, der sich ein bisschen mit Geschichte versteht oder interessiert, weiß das. Ist das so ein bisschen eine Leidenschaft von mir? Aber zurück zum Thema. Nee, also, so Kommentare, Jungs, ich glaube, muss nicht sein, oder? Also, dass die Bär nicht aus der Schweiz kommt, ist klar. Und dass vielleicht der leicht angehauchte, kann man sagen, Berliner Dialekt. Ja, man darf ehrlich sein. Ja. Der Potsdamer Berliner Dialekt schlimmer als der Berliner Dialekt. Ja, ja, gut. Aber ich denke, dass also, wer sowas schreibt, also muss ich ehrlich sagen, also muss man sich manchmal ein bisschen fragen, wie die Durchblutung in gewissen Körperteilen von den Menschen ist. Und ich denke, die Frage beantwortet sich eigentlich von selber. Also wir haben, Bär hat sich ganz normal bei uns beworben, zuerst über eine Zeitarbeitsfirma, kann man so sagen, oder? Zeitarbeitsfirma. Ja, genau. Und ist schon seit 8 Jahren hier, hat alles mitgemacht mit uns, sehr viel, hat den Status von einer Geschäftsführerin mit Unterschriftsberechtigung etc. Also ich glaube, wenn wer so
eine versoffene Olle wäre, würde man das... Also am schlimmsten finde ich Ende 40, kann das auch gar nicht verarbeiten. Ja, und Ende 40 ist sie auch nicht, sie ist so... Ende 20. Ne, das stimmt auch nicht. Ja, okay, 34. Ja, okay. In der Blüte ihres Lebens, also wir sagen immer 29... I. I jetzt ja. Aber gut, wie gesagt, nee, und sie hat ja studiert, etc., etc., oder hat angefangen zu studieren, wie auch immer, und hat Abitur, oder hast du Abitur? So halb. Weggesoffen. Weggesoffen, Abitur weggesoffen. Nee, nee, also wie gesagt, also diese Kommentare, ja. Aber, ja, gut, ist so. Also, aber die Frage hast du ja beantwortet. Also ja. Aufgegabelt über Zeitarbeitsfirma. Genau, und seit 8 Jahren bei uns, und wir sind sehr, sehr glücklich mit dir und möchten sie auch hoffentlich noch lange behalten. Hätte noch eins. Hier, ja. Hier steht ja, also du darfst ihn noch gerne mal einladen. Also, Mister, wie heißt das? SpongeBob? SpongeBob darf gerne mal vorbeikommen, ja, dann kann er mal schauen, wie es bei uns also so läuft. Schräge gestaltet, ja, mal so. Ja, ja, genau. Gut. Also, super. Also beantwortet. Ja. Nächste Frage. Ja. Name für mich ein bisschen schwer, für dich vielleicht auch, also nenne ich ihn jetzt einfach mal Cosmic. Ja. Was für ein unprofessionelles Schrottvideo. Wer misst bitte 80, 120? Was kommt als nächstes? 30, 50? Ja. Ja, dieses Thema haben wir schon ein paar Mal behandelt oder erkläre ich auch, versuche jedes Mal einen Film zu erklären, besonders für die Leute, die uns nicht abonniert haben oder uns nicht dauerhaft zuschauen. Ja, es ist uns auch bewusst, dass 80-120 natürlich nicht unbedingt die Paradedisziplin ist vom Messen, weil alle anderen, besonders die deutschen YouTuber, Auto-YouTuber oder wie man dem auch sagen will, 100-200 messen. Das ist schon klar. Nur, in der Schweiz haben wir leider keine freien Autobahnen, also freien Autobahnen in dem Sinne von der Geschwindigkeit her. Wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120. Und wie ihr auch vielleicht schon mitbekommen habt oder wie ich schon mehrmals gesagt habe, wenn ihr in der Schweiz über einer gewissen Geschwindigkeit seid, da geht ihr ins Gefängnis. Das ist ganz einfach. Also eine Straftat ist nicht ein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Jetzt hat sich, glaube ich, der Bußenkatalog in Deutschland auch geändert. Ja, ein paar Sachen ein bisschen teurer geworden. Ja, ja. Und es geht einfach nicht. Es geht nicht, wir können nicht über 120 messen. Klar, man kann auch mal 130, 135 fahren, das ist jetzt nicht so ein Drama, aber einfach drüber wird es schwierig. Und 100, 200 ist für uns einfach nicht möglich. Wir müssen dazu jedes Mal nach Deutschland fahren. Wir haben von uns aus eine gute, ich sage mal, 3/4 Stunde Anfahrt, plus minus. Und dann, bis dann die Straße wirklich frei ist, fährt man dann auch nochmal irgendwie eine Viertelstunde, weil da immer Baustellen sind. Und gut, in der Corona-Zeit geht es sowieso nicht, aber auch davor und hoffentlich danach ist es einfach zeitaufwendig und schwierig. Wir haben da leider die Zeit nicht dazu, weil dann sind wir einfach einen halben Tag weg. Und deswegen machen wir 80-120. Das ist für die Schweizer Kundschaft natürlich auch sehr realistisch, weil wenn ich auf eine Autobahn auffahre oder Beschleunigungsstreifen, so Geschichten, beschleunige ich ja von 80 auf 120 oder wegen mir auch 130. Also vielleicht dazu nochmal die Erklärung. Ich würde es auch gerne anders machen, aber es geht halt leider bei uns in diesem sehr schönen Land. Manchmal ein bisschen schwierig, ein schwieriges Land, aber geht halt leider nicht. Gut, hoffe, dass es... Das nächste 30, 50? Nee. Ja, es wurde auch gefragt, warum macht ihr keine 0-100er Messung? 0-100er Messung halte ich gar nichts davon, aus dem Grund, die Belastung für so ein Fahrzeug ist doch halt recht hoch. Wir sprechen jetzt nicht von Porsche, da kannst du es von morgen bis am Abend auf die Fresse geben, das ist nicht ein Thema. Aber es gibt halt Fahrzeuge, wo, ich sage jetzt mal, die ganzen Antriebswellen etc. nicht dafür ausgelegt sind. Und das zweite ist, 80-120 muss natürlich auch eine Straße haben, die das zulässt. Und wie gesagt, mit einer 80er-Begrenzung auf der Landstraße bist du natürlich dann auch schon wieder drüber, weil du fährst ja nicht bis 100, sondern du fährst ja drüber, damit du eine Messung hast. Also das wird auch schwierig, auf der Autobahn anzuhalten, von null aus zu starten, ist hier in der Schweiz praktisch unmöglich, weil du darfst nicht auf dem Bahnstreifen anhalten. Stimmt, nur 80 in dem Land hier auf der Landstraße. Ja, Landstraße ist 80, ja. Und du darfst auf dem Bahnstreifen nicht anhalten, wenn du keine Panne hast und deswegen, das ist einfach alles schwierig. Also es geht immer nur darum, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und klar könnte man natürlich jetzt irgendeine Privatstraße suchen und, aber das ist halt hier alles nicht so einfach. Also, ja, man könnte es natürlich illegal machen, aber als Betrieb muss man halt schauen, dass man in gewissen Rahmen sich verhält. Leider. Ich würde auch anders. Aber geht. Gut, weiter. Hast du noch Fragen? Ja. Oder? Ja. Ich sage mir, wo das war. Ich glaube, ich auch schon wieder gemeint bin, oder? Also, großer Badabum. Großer Badabum. Ja. Stellen wir ab, ne?
So, sind wir zurück. Entschuldigung, Telefon. Ja. Also nochmal. Großer Ballerbumm. Ja. Die 6,25 hätte man sich sparen können. Wirklich Information gleich 0. Dies bestätigt auch die Dislike. Wenn die Bierflasche leer ist, kann es passieren, dass man einen trockenen Hals bekommt. Ja gut, lassen wir so mal stehen, weil ich meine, was soll man jetzt dazu sagen? Also, ja. Manche finden unser Video gut, manche finden sie schlecht. Ich meine, das ist halt so. Ich finde auch nicht alles gut im Leben, aber ja. Gut. Aber anscheinend ein Trinker auf jeden Fall. Ja. Artax fragt, was passiert eigentlich mit der Garantie? Ich nehme an, der Artax meint das mit der Leistungssteigerung. Also grundsätzlich ist es einfach so, dass man sagen muss, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, sobald ihr am Fahrzeug irgendwas ändert, und das ist eigentlich egal mit welchem Hersteller, also bei den alten Herstellern ein bisschen rigoroser als bei anderen, habt ihr einfach ein Garantieproblem. Das fängt damit schon an, dass wenn ihr zum Beispiel einen Scheibenwischer ersetzt, der nicht von jeweiligen Hersteller freigegeben ist, im Prinzip die Garantie schon verfallen ist. Das klingt jetzt zwar blöd, aber das ist so. Und besonders in den Zeiten, in denen wir leben, ist natürlich für den Hersteller interessant, so wenig wie möglich zu zahlen. Und deshalb wird sehr, sehr viel grundsätzlich schon mal abgelehnt und vielleicht dann in der zweiten oder dritten Instanz bewilligt. Aber man muss einfach wissen, sobald man am Fahrzeug irgendwas macht, kann es Probleme geben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze über Zusatzgarantieversicherungen abzuschließen. Das heißt, dass wenn die Garantie eigentlich einen Schaden ablehnen würde, dass dann diese Zusatzgarantieversicherung das Ganze übernehmen würde. Bei unserem Partner OCT ist es so, dass die Garantie übernommen wird im Umfang von 24 Monaten oder 120.000 Kilometern. Warum 24 Monaten? Weil das ja die grundsätzliche Garantie oder Gewährleistung in der EU ist. Und deshalb wird das auch so in der Schweiz gehandhabt. Aber es ist natürlich nie ganz das Gleiche, wie wenn ihr ein voll originales Fahrzeug habt und da bei einem jeweiligen Hersteller ein Garantieproblem habt, dann wird das natürlich direkt darüber abgerechnet und bezahlt. Und auch wenn das über OCT geht oder über die Garantieversicherung, hat man natürlich eine Drittperson, Drittanbieter oder eine dritte Instanz, die das Ganze dann übernimmt. Und das ist immer ein bisschen mit Mehraufwand verbunden. Grundsätzlich muss man einfach wissen, sobald man am Fahrzeug irgendwas macht, muss nicht, wir haben da schon viele Sachen erlebt, die wir dann, die kein Problem waren, aber es kann immer mit einem kleinen Restrisiko verbunden. Das muss man ehrlicherweise sagen, alles andere ist gelogen, auch wenn andere Tuner erzählen, das ist nie ein Problem und bla bla bla. Ja, entscheidend tut schlussendlich der Hersteller, ob er das bezahlt oder nicht. Und da können wir als Tuner noch lange irgendwas dazu sagen. Wenn er nicht bezahlen will, bezahlt er nicht. Bei gewissen Marken haben wir schon die Erfahrung gemacht, besonders asiatisch-koreanische Marken, dass man da eigentlich gar nie einen Garantieertrag stellen braucht, weil wird sowieso nicht bezahlt. Ja, auch wenn das Fahrzeug original ist. Also von dem her, Thema Garantie wird in den nächsten Jahren noch schwierig werden. Also nicht für unsere Seite, sondern grundsätzlich für den Konsumenten, weil ja, der Hersteller einfach nicht mehr zahlen will oder vielleicht auch nicht kann, weil die Gewinnmarge nicht mehr stimmt. Deswegen zum Thema Garantie, denke ich, ist alles gesagt, oder? Ja, denke auch. Ja, gut. Ihr merkt, ich bin ein bisschen im Stress, also entschuldigt mich, aber ja. Einmal noch, welche Frage haben wir noch? Zwei, drei. Mhm. Ja, machen wir noch. Also, Humora schreibt, schönes Video, gut gemacht. Mich würde interessieren, warum ihr euch für Yellow und nicht für Red Stuff entschieden habt. Geht es ja wahrscheinlich um die Bremsklötze, nehme ich an. Muss ich ganz ehrlich sagen, Yellow Stuff verwenden wir schon seit Jahren. Auch im Bereich Track Days, Clubsport, so Geschichten. Und im Zivil, normale Straßen, dann sind sehr, sehr zufrieden damit. Also unsere Kunden sind alle begeistert. Red Stuff kennen wir nicht. Wir haben da einfach mit EBC oder mit unserem Lieferanten schon ein paar Mal darüber gesprochen, was für Alternativen es gäbe oder ob es was bringt. Wurden eigentlich immer von Red Stuff abgeraten, kann ich aber nicht genau sagen, warum, wieso, weshalb. Müssen wir mal ausprobieren, können wir mal machen. Ihr könnt natürlich auch bei uns Red Stuff bestellen, wenn ihr das wollt, kein Thema. Ich kenne sie einfach selber nicht und ich verkaufe natürlich gerne das oder brauche das, was ich kenne. Und wie ich weiß, es funktioniert. Das ist der einzige Grund. Ja. Ja, Punkt.
Ja, jetzt kommt noch eine Frage, die eigentlich, ja. LS Money fragt, vielleicht solltet ihr mal eine Strecke suchen, wo ihr 0 auf 100 oder 0 auf 80 messen könnt. Da wird der Zeitunterschied besser zu sehen sein, denke ich. Info, keine Frage eigentlich, aber hast du vorhin schon beantwortet. Ja, habe ich vorher schon erklärt, warum 0,8, 0,100 nicht so meine Welt ist. Genau, 0,80 ist jetzt auch. Genau. Gut, denn wie läuft die Zusammenarbeit mit McShip DKR und wie ist es dazu gekommen? Die Zusammenarbeit läuft sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Wir sind also sehr zufrieden mit McShip DKR als Lieferant. Wir sind ja Importeur Schweiz. Also wir sind hier eigentlich der Stützpunkt für die Schweiz von McShip DKR. Wir durften in den letzten Monaten sehr, sehr viele Fahrzeuge machen. Kunden sind alle extrem begeistert, muss man wirklich sagen. Das ist für uns natürlich immer das Wichtigste, weil nur was versprechen und dann funktioniert es nicht. Das ist auch nicht richtig. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden oder wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist relativ einfach, habe ich glaube schon mal erklärt. Wir machen ja OCT seit mittlerweile 6 oder 7 Jahren und sind da auch sehr, sehr zufrieden mit der Partnerschaft. Gibt auch eigentlich keinen Grund, da irgendwas zu ändern dran oder von unserer Seite zumindest. Allerdings ist bei OCT einfach zum Beispiel Marken wie BMW, Renault und was es sonst noch gibt, nicht vertreten. Und da ja in den letzten 2, 3 Jahren der Verkauf recht zurückgegangen ist, das ist natürlich halt mit Umsatzeinbußen verbunden, haben wir uns entschieden, mehr im Bereich Dienstleistungen noch zu engagieren zusätzlich. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir auch ein größeres Markenfeld oder Fahrzeugtypen abdecken können. Und ja, bei OCT sind wir mit VAG natürlich sehr, sehr gut aufgestellt, aber mit den anderen Marken nicht und sind auf die Suche gegangen, das war aber schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren so, und sind dann auf McShip DKR gestoßen, haben uns damit befasst, waren schon mehrmals oben, haben das angeschaut, haben Fahrzeuge gemacht oder machen lassen für uns zum Testen. Wir haben Kundenfahrzeuge gemacht, als schon klar war, dass wir zusammenarbeiten wollen, aber einfach um zu schauen, ob das funktioniert, wie sind die Kunden zufrieden, wie ist die Zusammenarbeit, bevor wir eigentlich überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das ist wichtig, also die Zusammenarbeit läuft jetzt schon eigentlich über ein Jahr, aber wir sind erst vor einem halben Jahr oder so an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir sicher sein möchten, dass was wir anbieten, dass es auch funktioniert, dass im Hintergrund auch alles funktioniert, dass Zusammenarbeit richtig läuft, auch wenn es mal zu vielleicht nicht normalen Situationen kommt, dass da alles dass Support da ist, sagen wir so. Und das hat sich wirklich sehr, sehr bestätigt. Wir bekommen da sehr gute Input, Support und das funktioniert. Wir werden in Zukunft auch noch mehr machen. Also es ist von meiner Seite einiges im Kopf schon, was da weiterlaufen wird. Dazu aber äußere ich mich noch nicht, weil jetzt müssen wir zuerst abwarten, bis die Grenzen wieder aufgehen. Dann werden wir auch wieder hochgehen mal zu unseren Jungs da oben. Besonders Fabi, der Lächelnde. Hallo? ja, und da wird noch einiges kommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich hoffe, McShip auch mit uns. Ja, und ich denke, wir sehen da eine gute Zukunft miteinander. Ne? Letzte Frage, ja. Was kommt als nächstes? Ja, was kommt als nächstes? Also wir werden, wie gesagt, der Verkauf ist natürlich, wir haben ja 3 Standbeine gehabt oder immer noch eigentlich Verkauf, Gebrauchtwagen, Neufahrzeuge, dann die Reinigung und die Performance-Umbauten, sage ich mal in Anführungsstrichen. Verkauf ist in den letzten Jahren halt sehr, sehr zusammengebrochen. Das hat verschiedenste Gründe, da möchte ich mir jetzt auch nicht groß äußern, das wird zu lange. Und wir haben uns ganz klar entschieden, in die Richtung Dienstleistungen mehr zu gehen. Das heißt, wir werden uns mehr verstärken im Bereich der Umbauten, Zusammenarbeit mit McShip, Ausweitung des Marktes da im Bereich Leistungssteigerung und Softwaregeschichte. Dann werden wir noch mehr im Kundenbetreuen machen, Kundenbetreuen vielleicht auch mehr im Trackday-Bereich, so Geschichten. Dann natürlich die Reinigung läuft nach wie vor super, muss man sagen. Wir dürfen da sehr, sehr schöne Arbeiten machen. Da ist natürlich die Filiale im Oberengadin natürlich das Ziel, dass wir da mehr machen können, dass wir da vielleicht auch eine Vollzeitstelle anbieten können, dass wir dann Volumen hinbekommen. Und eigentlich den Verkauf werden wir nach wie vor natürlich in irgendeiner Form machen, machen wir auch im Moment noch, aber es ist sicher nicht mehr das Hauptstandbein. Und deswegen sind wir im Umstrukturieren, das sind natürlich längere Prozesse.
Man muss natürlich da immer auch natürlich für Marketingarbeit leisten. Ja, so, und in naher Zukunft, ja, also es wird sicher, unsere Filme Porsche müssen fertig werden. Also der Porsche ist schon fertig, aber der muss jetzt noch fertig gedreht werden. Der Cayman GTS, denn unser Silver Monster muss fertig werden. Da müssen wir auch noch fertig machen. Ja, also ihr seht, wir haben immer noch sehr viele Projekte, die nicht ganz abgeschlossen sind. Da entschuldige ich mich auch da, dass es immer ein bisschen länger geht. Aber wie gesagt, wir sind hier zu dritt. Wir machen alles selber und das ist halt immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Also wir arbeiten, ich habe jetzt heute Morgen auch wieder um 5:45 angefangen und wir gehen meistens vor 8 nie aus dem Betrieb. Bea hat diese Woche auch schon beim Wohnmobil da bis 12:30 gearbeitet oder was. Das soll also nicht keine Klage sein. Das ist, ja, das machen wir doch gerne. So für uns ist eigentlich mehr Spaß. Wir arbeiten nicht nach Zeituhr, sondern weil wir machen das wirklich, weil es uns Spaß macht auch. Aber irgendwann ist halt auch der Akku bei uns leer und die Zeit läuft davon. Und dann ist halt immer ein bisschen schwierig und man müsste noch filmen, man müsste noch dies. Aber es kommt alles. Es sind auch von meinem Kopf schon sehr viele andere Projekte angedacht. Ach du heilige Scheiße. Wer weiß da immer erst da im Nachhinein dann Bescheid, auch meine Frau. Aber unter der Dusche oder beim morgendlichen Zigarettchen rauchen kommen wir immer gute Ideen. Also seid gespannt, es läuft. Es wird noch viele spannende Sachen geben. Aber entschuldigt auch, wenn es halt manchmal ein bisschen länger dauert, bis wieder ein nächstes Video oder nächsten Teil von einem Video dazu kommt. Ja, ich denke, das war's, oder? Von meiner Seite her ist gut. Ja. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ist gut, genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns Fragen, schreibt Kommentare. Wie gesagt, ich würde einfach bitten, auf einem gewissen Niveau, ja. Gut, wenn ihr natürlich euren Frust loswerden möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich vertrage das. Auch telefonisch? Auch telefonisch gerne. Ihr könnt vorbeikommen. Natürlich auch, um uns zu besuchen. So, Bea verträgt das auch. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht am Weinen und auch unsere olle Berliner Schlampe und so. Nee, also wie gesagt, da passiert nichts. Wir sehen das ziemlich sportlich. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Verfolgt uns weiter, abonniert den Kanal. Original Fahrtmanet. Schönes Wochenende. Tschüss.